Ich habe neue Beweise entdeckt, die mich in meinem Glauben bestärken, dass der Sion selbst auf wundersame Weise eine riesige Bibliothek ist. Ich bin überzeugt, wenn ich den Sion in Händen halte, erfahre ich, was mit meiner geliebten Amelia passiert ist. Oh, Pierre, altes Umweltschwein. Ja, willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Es geht weiter. Wir sind jetzt hier an einer anderen Stelle, genau, in San Francis Folly. Okay. Und es geht direkt los. Warum klappt das nie? Das regt mich auf. Noch mehr? Sie sind wohl eher ein Hundemensch. Nadler hält ihre Abmachungen nicht ein, Pierre. An ihrer Stelle würde ich aussteigen. Nun, Mademoiselle, Nadler und ich, wir verstehen uns blind. Ich besorge ihr gewisse Dinge und sie belohnt mich fürstlich. Aber sie suchen, was auch sie suchen. Deshalb kann man ihnen nicht vertrauen. Ich vertraue meinem Instinkt. Und deshalb sind sie nur auf Platz 2. Ich bin ein Profi, Mademoiselle. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit und werde dafür bezahlt. Es gibt Wichtigeres im Leben als Geld. Es geht ja nicht um das Leben, sondern ums Geschäft. Ihre Zwangsneurose verhindert, dass Sie den Unterschied erkennen. Sie hat mich nicht daran gehindert, einen Teil des Sion zu finden. Das meinen Sie doch mit Geschäft. Touché. Warum finden wir dann nicht heraus, wessen Neurose den nächsten Splitter findet? Oha, das war ja schon fast knapp, könnte man sagen. Oben geht das Tor auf, wenn ich hier unten stehe. Na klasse. Okay. Ich meine, mich zu erinnern, dass man hier an den Säulen, glaube ich, hoch konnte oder so. Ja, man kann an den Säulen hoch. Okay. Boah, ja, es ist schon spannend hier mit Lara. Aber dafür mag ich das ja auch hier. Da komm ich da hoch, wenn sie jetzt hier rumklettert? Nee, das muss eine gerade Stelle sein. Also besser hier. Dann kann ich wahrscheinlich darüber hopsen oder vielleicht auch hier rüber hopsen. Ich weiß es noch nicht. Es bringt mir ja auch nichts, weil das Tor ist gerade da eh zu. Tja, das ist also der Pierre. Super, was ich hier mache. Mann, ich ärgere mich immer so, wenn ich einmal nicht aufpasse und dann schlittert sie so runter. Kennt ihr das? Oh, das nervt immer, ne? Man ist gerade so ein Stück weitergekommen. Passt einmal nicht auf, zack, ist man wieder unten. Oh. So wie jetzt. Am besten den Controller gar nicht mehr anfassen. So, ich muss nämlich ja ein bisschen Anlauf nehmen. Klappt. Bisschen Energie verloren, aber damit kann ich leben. Dann immer diese Löwen und Raptoren. Also, das ärgert mich noch, dass ich das mit diesem Schuss im Moment noch nicht hingebacken kriege. Wie, was mache ich jetzt? Kann sie hier hoch? Ja, ach so, kann sie. Ah. Oh, ein Artefakt. Da weiß ich noch nicht, wie ich daran komme. Springen Sie hoch und drücken Sie rasch Q, um Ihren Haken in Ringen in einen Mauerlauf zu starten. Ja, das... Als hätten wir das bis hierhin nicht schon längst tun müssen. Dann weiß man doch schon, wie es geht. Die Griechen hatten eine Schwäche für Himmelskörper. Na nö. Müssten die jetzt nicht wieder leuchten? Hier wird einem auch irgendwie was angezeigt. Leute, ich weiß nicht mehr, wie dieses Rätsel geht. Damit. Oh, ich kann die anschießen. Und das war eine bestimmte Anordnung. Geht aber nur, wenn ich nicht draufstehe.
Aha. Ja, gut. Ich kenne die Anordnung gerade nicht. Hilft mir nicht das hier. Auge und Schwert. Auge und Schwert. Auge. Schwert. Nee? Hm. Ah, doch. Alles klar. Das ging ja. Es waren ja auch nur zwei Stück. Das geht ja. Na gut, dann gehen wir da mal durch. Ich hoffe, ich kriege das Artefakt noch. Aber es ist, wie gesagt, nur für mich eine Spielerei. Also, ich lege es nicht drauf an, die alle einzusammeln. Wenn es halt glückt, dann glückt's. Wenn nicht, dann nicht. So. Da kannst du rauf. Mhm. Wieder eine Anordnung. Vielleicht diesmal... Ich glaube, das muss ich mir notieren. Denn dann kann ich die wieder anschießen. Moment. So, einen Stift habe ich schon mal. Also, rechte Hand. Die Frage ist ja, nach welcher Reihenfolge. Dann unten so... Ja, so an der Wirbelsäule. Dann eigentlich linker Fuß und rechter Fuß, aber die Fußspitzen. Tja, weiß nicht, ob das klappt. Die Reihenfolge muss halt dann noch stimmen, aber man kann ja wieder von oben nach unten gehen. Das hat ja gerade eben auch eigentlich ganz gut geklappt. Na gut. Gut. Also. Nehmen wir erstmal die rechte Hand. Dann kommt die Wirbelsäule. Hier der Rücken. Dann, ja, links, linker Fuß und rechter Fuß. Nehmen wir mal den rechten und dann den linken. Linker Fuß, bitte nach unten. Oh, das nervt immer. Hat leider nicht geklappt. So, alle nochmal bitte von vorne. Ich versuche jetzt mal nochmal wieder von oben. Rechte Hand. Dann dieser Rücken unten. Jetzt mache ich mal den linken Fuß zuerst und jetzt den rechten Fuß. Ja! Cool. Coole Sache. Da freue ich mich immer, wenn das so schnell geht. Befestigen Sie den Haken. Ja, ja. Aber... Cool. Jetzt fällt das Ding runter und nun. Kontrollpunkt. Die Kugel brauchen wir, nehme ich mal an, um sie da unten hinzuschmeißen. Die haben wir runtergeworfen. Aber es gibt bestimmt noch eine Möglichkeit. Die hier, genau, die kann man bestimmt noch in einer gewissen Reihenfolge anordnen. Um das andere Tor, wo das Artefakt ist, zu öffnen. Aber woher weiß man denn davon die Reihenfolge? Das wüsste ich gerne mal. Da hätte ich auch noch mal gerne ein Bild zu oder so. Aber wenn ich das jetzt so nicht weiß, dann hänge ich da ewig und probiere das aus und ist ja auch doof. Naja. Bringen wir mal die Kugel erstmal an Ort und Stelle. Vielleicht geht ja auch das Tor, das andere Tor jetzt automatisch auf. Kann ja auch sein. Das könnte man natürlich nochmal ausprobieren. Kann natürlich sein, dass mit diesem Tor das andere auch offen ist. Weiß ich ja gerade nicht.
Hm. Ah, ich dachte, es klappt. So. Ich würde gern wieder nach oben. Ich weiß gerade nicht den schnellsten Weg. Deswegen mache ich einfach mal. Ja. Bisher ganz gut. jetzt auf die Seite. Okay. Das ist die falsche Seite gewesen. Na, hier wurde mir das angezeigt. Nee, das ist nicht offen. Ach, wie schade. Und das leuchtet jetzt auch gar nicht mehr. Wie öffnet man dieses Tor? Es muss irgendwie einen Hinweis oder so geben. Auf der Seite. Auf der Seite leuchtet das noch. Ich muss nur auf die Seite rüberkommen. Wie bin ich denn da rübergekommen? Eigentlich doch nur hier rübergesprungen, oder? Nee, dann bin ich zu niedrig. Halt dich fest. Dann bin ich wieder hier. Hm. Menno. Wie komme ich da oben nochmal? Oder war ich da überhaupt schon? Ich glaube von der Seite mit dem Haken wahrscheinlich nur. Muss ich aber auf die anderen Säulen. Gott, wie mache ich das denn bloß? Darüber mit dem Seilhaken. Ich muss erstmal komplett, glaube ich, auf die rechte Seite, damit ich darüber dann kann. Ja, es ist etwas kompliziert hier. Und prinzipiell war ich da schon, was mich gerade ärgert, aber... Naja, jetzt sehe ich das gerade erst, dass da noch ein Bild ist, das leuchtet. Das ist es halt. Hm. Ohne das Bild komme ich natürlich nicht klar. Aber wenn ich jetzt hier drüben bin und hier rüber gehe, komme ich dann nicht rüber? So, jetzt bin ich nämlich wieder hier. Dass es hier leuchtet, ist zwar schön, interessiert mich aber nicht. Hier ist ja auch ein Kletterhaken. Ja. So. So. Ja, aber das hatten wir doch dann schon. Hä? Bin ich jetzt doof? Ach so. Oh, ich dachte jetzt... Ich bin... Nee, ist ja auch Quatsch, weil da ist das andere Bild. Vielleicht ist dann doch das andere Bild ein Hinweis darauf, wie man... das andere Tor öffnet. Och, ich habe mich jetzt so gefreut. Oh Mann, oh. Das ist ja doofi. Ja, dann weiß ich jetzt auch Gott nicht. Da kommt sie jetzt wieder nicht hoch. Doch, kommt sie. Ich muss mich nur hier ordentlich hinklettern. Ich hatte mich gerade gefreut. Ich dachte, ich hätte es hingekriegt, aber nein. Das Bild da vorne, da unten. Da müsste ein Hinweis sein. Denn da ist auch ein Bild, aber es leuchtet nicht. Da leuchten diese Punkte nicht, aber das wird bestimmt das Hinweisbild sein. Ich verzichte aber einfach mal jetzt an der Stelle darauf, weil wir so schön vorangekommen sind. Und ja, wie komme ich jetzt hier rüber? Kann ich da einfach hinspringen? Sehr, sehr knapp. Aber ja. Anscheinend ja. Mhm. Ich kann hier runter klettern oder mit dem Haken. Mache ich das mal lieber mit dem hier. Nein. Wow. Manchmal bin ich etwas zu risikoreich. Aha.
Das heißt, ich muss die Kugel von da hinten hier rüberbringen. Das sollte ja wohl gehen. Leute, erschreckt mich nicht immer so. Ich hasse das. Ich hätte natürlich jetzt auch weiter rumprobieren können, von wegen das Rätsel lösen. Und eigentlich hätte ich da auch Bock zu, so ist nicht, ne? Aber ich halte mich dann halt immer so lange auf und das ist ja auch blöd. Deswegen kommen wir einfach mal diesmal ein bisschen schneller weiter. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich das jetzt mal eben übersprungen habe mit dem Artefakt. Und jetzt haben wir auch eine Schrotflinte. Vielleicht sollten wir die auch mal benutzen, wenn wir die jetzt schon mal haben. Aber solange ich mit den Pistolen noch so klarkomme, mache ich das auch weiter. War voll schön. Ich liebe das. Oh. Das waren aber auch so Haken zum Rausziehen und nicht zum Ranhängen, merke ich gerade. Das war jetzt ein bisschen... Oder? Ja, die kann man nämlich rausziehen, ne? Genau. So. Machen wir das doch mal. Hängst du mal, gehst du mal an den Haken? Da sie es mal automatisch macht, ist das so. Ja? Warum machst du das nicht? Komisch. Bei dem anderen hat sie es gemacht. Da rausgebrochen. Da gibt es auch noch was. Ach, ja. Überall immer zu tun hier in den Spielen. Bin ich schon mal hier. Poseidon. Na, wo sind sie denn? Ich höre sie flattern, aber ach, da unter mir. Waren aber immer noch nicht alle. Oh, jetzt muss ich darüber springen. Geht doch. Gut, jetzt muss ich noch auf die Seite rüber. Eigentlich wollte ich ja jetzt nicht weiter runter, sondern eher hoch, aber okay. Ich wollte ja da nach oben. Nee, ich will nicht nach unten gerade. Es ist doch total doof, oder? Tja, aber wie komme ich jetzt wieder nach oben? Das war jetzt... Ah, bleibt mir nichts anderes übrig. Mhm. Bin ich wieder hier? Nee, hier war ich noch nicht bei Atlas. Hier waren wir noch nicht. Okay. Da kann man auch über... Oh, die Musik. Puh.
sehr, sehr mystisch und unheimlich, aber ich stehe halt drauf. Mystisch und unheimlich ist immer gut. Ja, das ist auch gut. War das jetzt ein Artefakt? Ja, war es. Das ist schon mal schön. Wieder mal durch Zufall rangelangt. So, jetzt stehe ich hier. Und was mache ich nun? Darüber? Nee. Oder? Will ich hier rumklettern? Hier komme ich doch gerade her, oder nicht? Aber nee, wenn ich hier so rüber, dann ja. Alles klar. Dann bin ich auch an einer Schalterstelle. Ist auch gut. Damokles. Das Schwert des Damokles. Na? 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 Niemand, der gerade will? Dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und machen hier in dieser mysteriösen Höhle das nächste Mal weiter. Sieht auf jeden Fall gigantisch cool aus und ich hoffe, es gefällt euch auch, so wie mir. Ich freue mich auf den nächsten Part. Bis dann!